Ein echtes Highlight fürs Fachpublikum und der Besuchermagnet auf der diesjährigen bauma ist die VR-Experience. Auf einer eigens geschaffenen Fläche erlebt das Publikum virtuelle Lösungen für die Baubranche. Für uns sind digitale neue Medien sehr wichtig. Und wir probieren ein neues Format aus für unsere Aussteller, um auf eine andere Art und Weise Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Der User auf der bauma erfasst die Großbaustelle live und wird damit Teil der Story. Vorteil dieser faszinierenden Realität? Komplexe Sachverhalte werden für alle Baustellenarbeiter schnell erlebt und begreifbar. Es wird einfacher. Ich muss nicht mehr den Plan lesen unter Umständen, sondern ich kann es mir wirklich anschauen und kann es greifen. Ich weiß, wo muss mein Eisen hin, wo müssen Bauteile, Elemente verbaut werden. Zeit- und Kostenersparnis schließen sich an. So setzen es die Vorreiter bereits um. Uwex baut auf Safety First. Bobcat zeigt virtuelle Baumaschinen in Action. GEDA-Aufzüge verschafft dem User einen Überblick über die Baustelle vor Ort. Hansaflex demonstriert Hydrauliksysteme, Doka stellt seine Schalungskompetenz unter Beweis und Trimble zeigt die Technik dahinter. Zusammen sind sie ein echtes Highlight und zukunftsweisend für die Branche. Ich denke, man könnte viele Montagevorgänge sehr einfach auch schulen, auch vielleicht von der Entfernung, dass die Leute auch nicht präsent sein müssen überall, dass sozusagen der Wissende oder der Instructor irgendwo auf der Welt sitzt und an einer anderen Stelle ja, sitzen die, die halt Dinge zu erlernen haben oder Fertigkeiten zu üben haben. Und ich glaube, das spart auch viel Reisezeiten, viel Zeit im Allgemeinen und steigert Qualität, Produktivität. Also da ist sicherlich noch viel drinnen. Und das genau ist das Ziel. Die virtuelle Realität soll auf der Baustelle von morgen alltäglich dazugehören.